draußen einen Stand, da gibt es bereits jetzt. Mega toll. Es ist einfach ein Film, den muss man sehen. Es ist nicht ein Film, den man einfach von nur hören kann, sondern man muss dabei sein, man muss erleben, was da für Emotionen auch hochkommen. Ich finde es absolut toll. Zwei Sachen sind rausgekommen, der Glaube und der Wille. Es ist einfach wunderschön zu sehen, dass es jetzt einfach umgesetzt worden ist, dass das Kino proppevoll war und dass wir den Erfolg alle miteinander feiern können. Mich hat damals das Drehbuch schon begeistert. Die Thematik ist auch etwas, mit der ich mich beschäftigt habe, auf andere Arten und Weisen. Ich sage immer gerne, viele Wege führen nach Rom, das ist sicherlich einer davon. Und ich bin wirklich sehr erstaunt, wie schön das rüberkommt. Und mich hat es auch wirklich nochmal berührt, obwohl ich das komischerweise selber gespielt habe. Also selbst ich habe mich dort berührt in manchen Punkten und vor allen Dingen natürlich auch die anderen Schauspieler. Aber ich finde, es ist rundum für das, was es ist, eine sehr runde, schöne Sache geworden. Für mich ist ein Film immer, bei einem Film immer wichtig, dass er rund abgerundet ist, dass nicht zu viel ist. Man nicht denkt, ja, diese Szene hätte nicht sein müssen. Von dem her war es super, war sehr gut. Die Musik hat mir gefallen, war sehr passend. Und vom Schauspielerischen her auch hat es mich auch berührt. Das war spannend, das in einem Film eigentlich mitzubekommen. Ich kannte das Buch auch, The Secret. Und ja, es ist packend, es ist super. Diesen Weg mitzubekommen, vom Traum zur Erfüllung, das berührt mich sehr, ja. Ich war fasziniert, wie in so einem Film man sich berühren lassen kann und dass für jeden oder für jede Lebenssituation und auch für mich einige Punkte drin hatte, die man rausnehmen kann zum Reflektieren. Ganz eine tolle Produktion, super. Also ich muss sagen, dass ich restlos beeindruckt bin. Das Kino war ausverkauft und die Reaktionen waren von absoluter Stille bis zu großem Gelächter an minutiösen kleinen Szenen. Hat mich natürlich sehr gefreut und bin wirklich begeistert. Also ganz ehrlich, es ist eben ein Spielfilm, der kein reiner Spielfilm ist, und es ist ein bewusstseinsbildender Film, der aber kein reiner Lehrfilm ist. Es ist also tatsächlich ein Crossover und die Leute sind schon gefordert. Also es ist nicht reine pure Unterhaltung, sondern es ist schon was, der ans Eingemachte geht. Und das spürt man im Kino und das macht mich wirklich richtig glücklich, dass der nicht nur so ankommt, wie ich es mir gewünscht habe, sondern dass der meine Wünsche übertrifft. Vielen, vielen Dank ans Publikum. Jedes Mal, als ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich etwas Neues rausziehen können, etwas Neues mitgenommen, was mich bewegt, was mir zum Nachdenken gibt. Und das ist eine tolle Sache. Der Film ist fantastisch. Es ist ein ideales Werkzeug, das auch an einfache Menschen, die nicht viel medizinisches Grundverständnis haben, zu vermitteln. Ich habe viele Dinge wiedererkannt, die in meinem Leben auch eine große Rolle gespielt haben. Ich habe 3 ganz große Herzoperationen hinter mich gebracht und denke, ich habe diese Operation nur überlegt, weil wir vor, während, nach den Operationen viele Dinge aus dem ganzheitsmedizinischen Bereich gemacht haben und weil ich mir auch die Frage beantworten musste, warum hast du gerade diesen Weg gehen müssen als Arzt? Und ich bin durch den Film wieder sehr stark berührt worden. Ist mir sehr nahe gegangen, der Film. Es gab immer wieder Szenen, wo man sich wieder erkennen konnte. Und ich glaube, es geht im Leben einfach darum, dass man Leute hat, die einem daran erinnern, was in einem steckt. Oder? Und das hat der Film sehr gut gezeigt. Ich bin begeistert. Er hat mir sehr gut gefallen. Er hat sämtliche Bereiche im Leben angesprochen, die mich auch bewegen. Er hat auch gezeigt, dass man vieles erreichen kann, wenn man auch hinter die Kulisse schaut von sich selbst. Und dadurch auch die Selbsterkenntnis möglich ist, wenn man sich auch intensiv damit auseinandersetzt. Ein hervorragender und großartiger Film, der einen weiterbringen kann. Er hat mir sehr gut gefallen. Doch, ich spiele ja mit. Bei mir haben schon die Dreharbeiten sehr viel ausgelöst. Und es war immer diese, so quasi dieses sich besinnen auf sich selbst und dann trotzdem aus sich raussteigen und einfach zulassen. Ja. Das hat es ausgelöst, um Dinge anders zu betrachten im Leben. Pascal ist dabei, Patrick ist dabei, so viele tolle Menschen, die da mitspielen. Man kennt sich, kannte sich. Sebastian, Pascal und ich spielen seit über 10 Jahren Theater. Und es ist
irre zu merken, jedes Mal, wenn du reingehst, ob Hamburg, München, könnte jetzt Berlin, Wien, was auch immer noch kommt, du entdeckst immer wieder was Neues. Und das ist das Spannende an der ganzen Angelegenheit.